Und damit willkommen zurück zu Let's Play Monster Boy and the Cursed Kingdom. Wir waren das letzte Mal hier dabei, diese lustige Aktion hier zu machen, die keineswegs lustig ist. Die ist ganz im Gegenteil absolut nervig. So. Wie soll denn das jetzt gehen? Weil ich muss ja das Teil hier unten irgendwie hinbringen können. Ach, ich bin ja witzig. Ich glaube, ich weiß es. Ah, so nah dran. Und natürlich gibt es hier weder Geld noch Erfahrungspunkte. Ja, komm, lassen wir uns drauf gehen. Und zwar muss ich den da durchschubsen. Das Miese an diesem Durchschubsen ist jedoch, dass, so, genau, das Miese an diesem Durchschubsen ist, dass ich hier nämlich immer darauf achten muss, wie weit diese Spänchen hier gerade sind. So. Ach komm schon. So, so schwer war das nämlich doch gar nicht. Klock. Und die Tür ist offen an dieser Stelle. Jeha! Und wir sind jetzt beim letzten Ding angekommen. Da müssen wir jetzt auch rein. Da bin ich mal gespannt. Aha, okay. Moment, was macht das jetzt? Okay. Man sieht immer den Geist. Und wenn ich den hier wechsle, dann wechselt er den dahin. Und der wechselt den jetzt da entlang. Ah, kleinen Moment. Ich sehe hier gerade etwas. Und zwar da oben ist so ein komischer Lichtstrahl anscheinend. Ich mache mal zwei Schritte. Er macht immer einen Schritt anscheinend. Jawohl. Das heißt, wenn ich den nochmal drehe, dann geht er hier rüber und dreht den. Ha! So, hier dreht, mache ich einen Schritt. Hier, hier mache ich zwei Schritte. Er macht einen Schritt. Das ist gut. Und hier mache ich zwei Schritte. Er macht einen Schritt. Und das Rätsel ist anscheinend gelöst. Tatsache. Rums. Naja, jetzt tun wir nicht so, als ob. Aber es wäre schön, wenn du mir die Kiste wieder zurückbringen könntest. Ey. Blödes Ding. Yay, die Kiste ist wieder da. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier bekommen. Donk, machen wir Tür auf. Einen Schlüssel. Okay. Lass mich mal kurz überlegen. Dieser Schlüssel hat die Grafur Kapelle der Villa. Wo war das? Aha, auf der gegenüberliegenden Seite.
hier drüben. Nee. Es ist gerade nochmal gut gegangen. Aber egal, wir sind durch. Alles ist gut. Alles ist gut. Wir können hier wieder irgendwas mit diesen Augendingern machen. Was passiert, wenn ich hier... Oh, Sonnenstrahlen. Da oben war noch eine Kiste. Die würde ich auch ganz gerne haben. Okay, jetzt verstehe ich's. Ich nehme das Ding ein. Trage das hier nach oben. So. Und schwupp, bin wieder draußen. Bin ein Frosch. Nee, bin eine Schlange. Mach das Ding auf und kassiere Kohle. Yay. Was passiert jetzt hiermit? Ah. Wunderbar. Wir kommen der Sache immer näher. Jetzt kann ich den hier noch bewegen. Und das Teil schießt jetzt die Richtung dort drüben. Ah. Ich glaube, das ist gut, was wir hier gemacht haben. Jetzt können wir hier irgendwie so Lichträtsel machen. Ah, die Lichträtsel, klar. Jetzt kann ich hier rausgehen. Und wenn ich hier rausgehe, dann bin ich nämlich hier. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wo ist eigentlich der nächste Teleport? Der nächste Teleport ist da hinten in der Ecke. Dammit. Genau deswegen. Aber ich glaube, das ist nicht so dramatisch, denn... Mit ein bisschen Glück, jawohl. Sehr gut. Licht. Ich muss jetzt irgendwo eine Statue sein. So eine zum Beispiel. Oh, krass. Keine Ahnung, wie ich das hier hinbekommen habe. Erstmal kaputt mit dir. Hier oben war noch eine. Genau. Aber die hatten wir schon richtig gesetzt. Das heißt, hier muss noch irgendwo eine sein. Ein Buch mit leeren Seiten. Okay, das hatten wir schon. So, ja. Fragen über Fragen. Ah, Moment. Wir können hier noch irgendwie lang. Okay, hier ist sonst nichts. Außer ein radioaktiv verstrahlter Flügel. Ah, dieses Ding da oben nervt. Hier war auch noch was. Eine Kiste mit... Oh, Tränchen. Das freut mich sehr. Hä? Schon wieder so ein Moment, wo mich diese... Wo mich irgendwas random killt. Hier irgendwie zu lange an einer Ecke gestanden oder so, dass hier irgendwelche Teile der Meinung sind, mich jetzt hier angreifen zu müssen oder töten zu müssen. Ich check's nicht. So, okay. Hier komme ich jetzt nicht so weiter. Ja, komm mal her hier. Wunderbar. So gefällt mir das. Kohle her. Komm, gib mir ein Life. Kein Life. Schade. Die große, große Frage ist,
Wie bekomme ich... Moment. Haha, so geht das. Und zap. Okay, das klappt so nicht. Ah, bestimmt muss ich jetzt irgendwas auf der anderen Seite erledigen. Das heißt, ich muss den gesamten Weg jetzt einmal wieder zurücklaufen. Egal wie ätzend das war. Dreckig. So, wenigstens etwas. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, hier komme ich durch. Genau, hier waren wir ja auch schon. Ach, hier ist die Kiste, zu der wir noch nicht kommen. Aber das macht nichts. Wir können jetzt vielleicht hier lang. Nee, hier kommen wir nicht lang. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich auf diese Seite hier und dann nach oben. Okay, das Ding greift mich nicht an. Gut, dass wir das jetzt auch herausgefunden haben. Oh, na super. Das hätte ich mal ein bisschen eher sehen sollen. Hier kann ich meine Life Points wieder auffüllen. So, und das Licht müsste genau... Ui. Müsste hier wunderbar... Fuck. Hier funktionieren. Noch ein Stück. So. Gut. Jetzt bist du da. Das heißt... Kleinen Moment. Einmal ein. Bums. So. Und bestimmt kann ich auch dich angreifen. Aha. Höp. Mistvieh. So. Wo ziehst du jetzt lang? Da hoch. Okay. So, das ist schon ein ganz schöner Weg hier, den man laufen muss. Fehlt noch irgendwas. Wahrscheinlich von hier oder so. Nee. Irgendwie nicht. Dann vielleicht von dieser Seite hier. Mhm. Hier ist auch noch irgendwas, um die Tür zu öffnen vielleicht irgendwann. Hier geht's nicht weiter so weit. Aber hier geht's noch weiter. Hier haben wir noch einen Weg. Vielleicht finden wir hier nochmal was. Ein grüner Geist. Da fliege ich halt eben rüber hinweg. So. Okay. Stelle ich mir die Frage, wie ich den da am besten wegbekomme. Hier kann ich irgendwas erschnüffeln. Komm! Das gibt's nicht. Ich hasse diese Geister hier. Ich muss doch hier... So, was war denn das? Irgendwas kann ich... Kann ich damit zerstören? Oh, nervt das Viech.
hier. Aha, ich brauche diese. Ich brauche einen Morgenstern, um das Ding hier kaputt zu hauen. Danke. Wenigstens etwas. Höp, höp. So. Gut. Das heißt, den Weg haben wir. Das heißt, wir gehen jetzt mal einen Weg runter. Füllen hier unten nochmal eben schnell unsere Lebenspunkte auf. Wenn wir es jetzt endlich mal können. Und dann gehen wir hier lang. Den Weg hatten wir nämlich noch nicht. Na, komm. So, was können wir hier machen? Schwumm. Wir können hier irgendwie... Aha. Wir können hier irgendwas machen. Oh, Morgenstern. Können wir hier noch irgendwo was bewegen? Weil ich glaube ja fast, das kann ja nicht das einzige sein hier, was wir bewegen können. Probieren wir es nochmal. Ah. Jetzt habe ich es verstanden, glaube ich. So. Oh. So und... Nein! Ach, hier ist sogar etwas... Unsichtbares. Bumm. Lol. Neu, ein verlorenes Notenblatt noch gefunden. Sehr schön. Aber das freut mich doch. Jetzt haben wir da oben einen... Ne, Blödsinn. Wir haben hier unten einen Weg geschaffen. Den wir doch direkt mal loswandern wollen. Weil ich glaube, hier kommen wir nochmal... Genau. Irgendwie hier hoch. So. Was jetzt? Sind wir hier unten irgendwie? Und hier geht's auch nicht weiter. Weh. Ist ja ekelhaft. Schweinchen? Kannst du hier irgendwas unten sehen? Irgendwie ist hier, glaube ich, wohl irgendwas. Zumindest wäre es seltsam, dass man hier unten irgendwas machen könnte. Wenn man nicht als Schweinchen irgendwie noch... Okay, Schweinchen ist vielleicht nicht das richtige Mittel zum Zweck. Aha. Schon wieder. Man bekommt hier einfach aus... Ja klar. Bekommt man hier einfach aus unerklärlichen Gründen Schaden. Weil man natürlich auch... Nämlich erstickt. Aber okay. Dafür haben wir jetzt da eine Kiste gefunden. Ich weiß nicht, ob es das wert war. Aber wir haben eine Kiste. Und hier haben wir den Weg frei. Und dann kommen wir hier hoch. Und da oben müssen wir irgendwie durch. Was ist denn hier noch? Hey, Moment mal. Hier kann ich noch als Schlange durch. Ah, kann ich nicht, weil da diese Kiste im Weg steht. Oh, Moment. Was mache ich denn damit hier? Bin jetzt mal gespannt, wo mich das hinführt. Hm. Verwirrt. Okay, hier unten muss ich
brauche ich das Licht. Schon wieder so ein Moment, in dem diese Steinchen anfangen, irgendwelche Sachen zu machen. Vielleicht bringt mir hier aber auch einfach mal ein bisschen Blitz etwas. Nö. So, von hier oben muss dann halt eben irgendwie Licht rein. Ach, sehr geil. So, das heißt, das hat mir hier an dieser Stelle auch nicht viel gebracht. Und an dieser Stelle komme ich auch nicht sonderlich weiter. So, aber was bedeutet denn das? Wo gibt es denn da noch einen Weg? Es gibt noch den, anscheinend den rechten, den linken mittleren Gang. So macht es mir den Anschein, dann gucken wir doch da mal entlang. Da waren wir schon. So, hier. Die Höhe, die fehlt uns noch. Okay. Einmal kurz öffnen, was habe ich hier drin? Ich habe einen Spiegel. Ritter nutzen die geglättete Oberfläche des robusten Schilds, um Sonnenlicht zu reflektieren und so über weite Entfernung ihrer Rückkehr anzukündigen. Okay. Ich habe ein neues Schild. Reflektiert Lichtstrahlen. Das ist doch zumindest schon mal, okay, ich weiß noch nicht so genau, was ich dafür... Ah! Okay. Das hat funktioniert. Irgendwie auch ein bisschen seltsam, dass es funktioniert hat. Aber hey, Moment mal. Hier war doch auch irgendwas noch. Nee, das bringt nichts. Na gut. Dann haben wir jetzt hier zumindest wieder einen freien Gang. What a creepy moment. Man geht hier einfach nichtsahnend rein. Und dann passiert hier sowas. Und dann kommt noch so einer hier angedackelt. Zumindest ist rechts immer noch rechts. Und links immer noch links. So, was haben wir hier? Einen lilanen Schlüssel. Der wird zum Betreten des Wohnzimmers benötigt. Okay. Das Ärgerliche an der Nummer ist nur, ich weiß noch gar nicht, wo das genau sein soll. Mann. So. Gut. Gerade nochmal gut gegangen. Dann wollen wir hier nochmal runter, um uns hier aufzufüllen. Wenn wir hier schon die Möglichkeit haben, unsere Lebenspunkte zu retten, dann machen wir das doch auch gleich. Und gleich noch gespeichert. So. Wo ist denn jetzt das Wohnzimmer? Ey, Moment mal. Hier hinter ist doch eine Tür. Und da waren wir schon. Ah, wir waren noch nicht hier entlang. Ah, perfekt. Hier ist doch das Wohnzimmer.
tanzende Geister. Oh, mit denen kann ich gar nicht kämpfen. Ach, du. Wird doch Zeit, dass du auftauchst. Gut, du siehst stärker aus als bei unserem letzten Treffen. Du meinst, als du meinen Drachentalisman geklaut hast, du Blödmann? Tut mir leid wegen des kleinen Taschendiebstahls, aber es war zu deinem Besten. Und ich wusste auch, dass er dich irgendwann hierher führen würde. Keine Ahnung, wovon du da redest, aber ich gehe nicht ohne meinen Talisman. Ach ja, und auch nicht ohne den Schatz von Meister Eulius. Du kennst die Regeln. Wenn du mich in einem Wettrennen besiegst, gehört beides dir. Ich habe so lange auf eine neue Herausforderung gewartet. Ich habe dich schon einmal geschlagen und ich werde es wieder tun. Mal sehen, wie es läuft, wenn ich den Heimvorteil habe. Was? Nicht schon wieder? Und ab geht's. Sehr schön. Ja, es war klar, dass das nicht schafft. Und nochmal. Hä? Ach so, da war ja was. So. Diesmal. Ach, komm. Was soll's. Dann mache ich das lieber so. Und an dieser Stelle cutte ich das Spiel einmal ganz kurz. Weil ich mal eben schnell wohin muss. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Monster Boy and the Cursed Kingdom. Bis denn.